In Spiel 3 am Freitagabend stellte der Deggendorf SC in der Festung an der Trat die Weichen auf Finaleinzug. Allerdings war das 5:2 vom Ergebnis her wesentlich deutlicher, als sich das Spiel wirklich gestaltete. Parallelität der Ereignisse zu den ersten beiden Partien: der DSC dominierte das erste Drittel, die Wölfe das zweite. Die Hausherren mussten sich vor natürlich erneut ausverkauftem Haus nur den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht mehr Tore erzielten als nur das 1:0 in 8 Minuten durch Kyle Gibbons. Nicht zum ersten Mal in diesen Playoffs dieser Move. Curtis Lineweaver gewinnt das Bulli und Gibbons zieht sofort ab und überrascht damit den Goal. Doch eben dieser Gibbons kassierte Ende des Drittels eine Strafzeit und diese nutzten die selber sofort nach Wiederbeginn aus. Schuss von Wölfe-Kapitän Florian Andruschka und Jared Muddick muss am langen Eck da nur noch einschieben. Erst 33 Sekunden waren da im Mittelabschnitt absolviert. Neben diesem Gegentreffer musste der DSC noch einen weiteren Nacken- oder in dem Fall eher Gesichtsschlag wegstecken. Dimitri Litesow warf sich in einen Andruschka-Schuss, wurde voll im Gesicht getroffen und konnte stark blutend nicht mehr weiterspielen. Leider waren aber sogar aller schlechten Dinge drei in diesem Abschnitt. In der 34. Minute kamen die nun immer stärker werdenden Gäste zum 2:1. Erneut ist es Andruschka, der da seinen eigenen Abpraller aufnehmen kann und die Scheibe anschließend an Cody Brenner vorbeibringt. Danach aber zwei Strafzeiten für die Wölfe, der DSC also in doppelter Überzahl und mit dem 2:2 Ausgleich in der 38. Minute. Robert Pelaikis fälscht im Slot einen Schuss von Miloš Vavrusa noch entscheidend ab. Die Wölfe eigentlich auch eingangs des Schlussabschnitts optisch überlegen, die Chancen hatte aber der DSC. Allerdings vergab Andrew Schembri nach Foul an Ali Širšek unter anderem einen Penalty. Aber in der 57. Minute war es dann doch soweit. Der mittlerweile wieder fitte Iršek steht am langen Eck goldrichtig und muss nur noch einschieben zum 3:2. Danach wieder zwei Strafzeiten für die Gäste, darunter ein übles Foul von Lenny Gare an Andy Gavlik, bei dem er mit 2 Minuten sehr gut bedient war. Zudem verloren die Wölfe dann auch noch Goalie Niklas Deske, der einen Schuss in Richtung Kehlkopf bekam und sicherheitshalber rausging. Sein Ersatz Manuel Kümpel musste dann gleich nach 8 Sekunden hinter sich greifen, Lineweaver in der 59. Minute mit der endgültigen Entscheidung. Pelaikis setzte dann per Emptynetter sogar noch das Sahnehäubchen in Form des 5:2 Endstands drauf. Somit also der DSC in Spiel 4, das von uns ja gestern live übertragen wurde, mit allerbesten Karten angesichts seiner 2:1 Serienführung. Der Druck auf Seiten der Wölfe vor den gut 2500 Zuschauern in der Netsch Arena natürlich riesig. Und Gibbons erhöhte diesen bereits nach 5 Minuten noch zusätzlich gleich das erste Powerplay der Partie, verwertete er zum 1:0 für die Gäste. Danach das gleiche Bild wie in den ersten 3 Spielen, der DSC das bessere Team im Auftaktdrittel, allerdings versäumte es vor allem Benedikt Böhm, der für den verletzten Litesow reinrotierte, das 2:0 nachzulegen. Nicht verschweigen wollen wir allerdings auch eine Top-Chance für die Oberfranken. Achim Moosberger visiert nach einem Lapsus in der DSC-Abwehr aber nur die Latte an. Der Mittelabschnitt ging dann diesmal nicht so klar an die Wölfe wie in den ersten 3 Spielen, trotzdem kamen sie am Ende zum 1:1. Nachdem zuvor schon Andruschka den Ausgleich auf dem Schläger hatte, ist es dann der zweitbeste Scorer der Playoffs hinter Gibbons, Ian McDonald, der Brenner zum ersten Mal bezwingen kann. 36 Minuten waren da gespielt. Die Gäste agierten aber weiter hochkonzentriert und stellten dann mit einem Doppelschlag im Schlussabschnitt die Weichen vermeintlich schon auf Sieg. Erst ist es in der 48. Minute Schembri, der die Vorlage von Pascal Sternkopf zur erneuten Führung verwertet. Und nur 1 Minute später gelingt Gibbons sein 2. Streich. Damit schien die Vorentscheidung in der Netsch Arena gefallen. Doch irgendwie bekam der DSC die Umstellung von kontrollierter Offensive auf die Verteidigung des 3:1-Vorsprungs nicht so richtig gebacken und ehe man sich versah, hatten die Gastgeber ausgeglichen. In der 51. Minute war da ganz viel Pech dabei, ein Schuss von Dominik Kolb trifft Sternkopf am Helm und dann rutscht die Scheibe rein, zudem musste Sternkopf verletzt raus. Und nur 2 Zeigeumdrehungen später ist Gare zur Stelle und macht das 3:3, damit begann die Partie also wieder bei 0. Und fast hätten die Gastgeber sogar das Match komplett gedreht. Karl Pivovarczyk und Herbert Geisberger wollten den Puck da schon hinter der Linie gesehen haben, aber Schiri Carsten Lehnhardt stand perfekt und entschied sofort und vollkommen richtig auf kein Tor.
Somit musste also die Overtime entscheiden und da ging der DSC mit einem riesen Vorteil rein. Mudryk hatte wenige Sekunden vor Ende des dritten Drittels eine Strafzeit gezogen, die Gäste also in Überzahl und diese nutzten sie nach 1 Minute und 22 Sekunden der Verlängerung zum 4:3 Siegtreffer. Gibbons schießt den DSC mit seinem dritten Tor der Partie rein ins Glück. Ja, das ist absolut Wahnsinn, mit unserer Mannschaft ins Finale einzuziehen. Das, ja, man hofft und man glaubt daran, aber jetzt ist es einfach passiert und wir haben es geschafft und wir sind überglücklich und jetzt haben wir einen Grund zum Feiern. Ja, das war wie erwartet wieder ein enges Spiel und nach unserer 3-1-Führung war es natürlich brutal bitter für uns, dass wir einen Ausgleich noch kassieren. Aber wie gesagt, wir haben in die Kabine gegangen und haben gesagt, jetzt greifen wir es nochmal richtig an und man weiß von uns, dass wir einfach in jeder Situation zusammenhalten. Das haben wir mir diesmal wieder bewiesen und haben das Tor geschossen und glaube ich haben wir verdient ins Finale gezogen. Hut ab vor dieser unfassbaren Saison des DSC, beeindruckend aber auch die Reaktion der selber Fans, die den DSC mit Standing Ovations und dem Lied Wir sind alle Eishockey-Fans würdigten. Der Finalgegner der Deggendorfer steht allerdings noch nicht fest, der entscheidet sich morgen in Spiel 5 zwischen den Tilburg Trappers und den Hannover Scorpions.